Moridot, Freunde der Sonne. Erstmal allen ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, unser Teaser, unser neuer, ja, ich sag mal, wie nennt man es, unser neuer Einblender gefällt euch soweit. Ich habe mega Feedback bekommen, dafür erstmal recht herzliches Dankeschön. Worum soll es mir denn heute grundsätzlich gehen? Ich habe Post bekommen. Ich habe die Adresse hier rausgeschnitten, die werde ich hier nicht mehr zeigen können. Aber ich habe Post bekommen vom Outdoor Buddy, von Matthias. Erstmal herzlichen Dank dafür, Matthias. Freue ich mich richtig, habe mich richtig gefreut. Ich habe dir ja auch schon geschrieben. Das Paket ist noch nicht geöffnet. Ich habe gesagt, es wird eine Aufrufe davon geben. Und grundsätzlich erstmal ganz fettes Dankeschön. Er hat 1500, jetzt weit drüber schon wieder mittlerweile, Abonnenten gehabt und hat dazu einen Videoaufruf bzw. eine 1500er Abo-Challenge gemacht. An der habe ich dran teilgenommen. Es ging da darum, dass man ein Panoramabild schickt. Und lustigerweise ist mein erstes Panorama abgeblättert, weil meine absolut hässliche Visage da drauf war. Und ich blende deine auch noch ein. Jetzt. Und ja, auf jeden Fall. Ich wurde da nicht gezogen bei der Ziehung. Fand ich echt schade, weil es echt geile Preise waren. Also fand ich echt top, aber es waren ja auch viele Leute mit drin und am Ende hat halt jemand anders gewonnen. Mitmachen zählt. Also ich finde solche Aktionen immer wieder ganz geil und wenn ich die Zeit habe, da mitzumachen, ja, lasse ich da natürlich was oder trage ich eben halt einen Teil dazu bei. Ja, Paket von Matthias ist angekommen. Haben wir hier. Es hat ganz schön Gewicht. Ich würde behaupten, laut Zettel sind es hier, steht hier irgendwas drauf, bis 2 Kilo, ja. Grob das hätte ich hier auch geschätzt. Also wir haben hier bestimmt, ja, ich würde auch schätzen, dass wir hier 2 Kilo grob drin haben. Müsste ich jetzt die Waage rausholen. Ja, das Ding ist noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, was drin ist. Lass mich da völlig überraschen. Erstmal Matthias, zum Wohle auf deine 1500 oder plus mittlerweile Abonnenten. Geht auch nichts um gepflegtes Hasseröder. Ich liebe dieses Bier. Bei dem Gewicht, ich habe, auch wenn man schüttelt, es raschelt ganz leicht da drin. Lassen wir uns überraschen. Ich blende die ganze Bude jetzt ein. Von daher, Aufruppe! Das ist er, der Matthias, Outdoor Buddy, YouTube Blogger, hat sogar eigene Visitenkarten, Junge. Der Wahnsinn. Ja, QR-Code, also wer jetzt hier sein Handy zückt und so einen QR-Code-Reader hat, ich halte ihn einfach mal ran, dann könnt ihr das einfach einlesen. Ich weiß nicht, was damit passiert, ich werde das mal auf jeden Fall ausprobieren. Ja, mega interessant. Coole Geschichte. 2 Stück. Kann ich noch jemand anderen mit weiterreichen. Ah, ein Zettel. Schieben wir das Paket einfach mal beiseite und lesen einfach mal durch, was da drauf steht. Ja, schön mit Bild und seiner Signatur bzw. seiner Unterschrift. Hallo Martin, eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Quasi ein Mini-Bushcraft Saarland Survival Kit. Dafür, dass du den Witz hast über dich ergehen lassen. Ja, ich revanchiere mich mit, ich werde was finden, wo ich dein Bild einblende, wenn es nicht schon drin ist. Ja, bin
Bier aus dem Saarland. Hey, Bier aus dem Saarland. Sehr geil. Wie vermutet, es ist was Alkoholisches drin. Paar Bohnen und ein bisschen was zum Snacken. Lass es dir schmecken. Kleiner Poet. Ja, beste Grüße aus dem schönsten. Ja, da lässt sich jetzt wieder drüber streiten. Aus dem schönesten, ne? Autobody, schönesten Bundesland? Sagt man das bei euch da drüben so? Bei uns sagt man aus dem schönsten. Aus dem schönsten Bundesland der Welt. Vom Outdoor-Buddy. Ja, also für mich gibt es Thüringen, bei dir ist es dann im Prinzip Saarland. War ich jetzt, glaube ich, so noch gar nicht im Saarland? Muss ich überlegen. Keine Ahnung. Aber kommt bestimmt mit auf die Liste. Matthias, danke dir. Das kommt in die Ehrenkammer. So, dann widmen wir uns mal dem Paket. Aha. Was haben wir denn hier? Wir haben als allererstes Bäckers Pilz, Premium Pilz. Ja, aus Carlsberg. Schon mal gebraut nach deutschem Reinheitsgebot, das ist schon mal mit wichtig. Und es wurde international in Gold prämiert im Jahre 2015. Geht auf jeden Fall mit in den Rucksack. Wir planen ja eine Tour. Wie lange haben wir das? Haben wir hier ein MHD mit drauf? Ja, haben wir. Keine Ahnung. Haben wir nicht. Ach, das geht mit auf Tour. Aber für so ein kleines Scheißerchen ist das gut. Ja, wunderbar. Tun wir hier mit beiseite. Dann geht's weiter. Ey, Matthias, du hast das hier ganz schön verpackt. Fangen wir mal an. Wir haben ein Knuspi ohne Zuckerzusatz, einen schönen Riegel, schönen Kornriegel. Machen wir weiter bei den Riegeln. Ein weiteres, Numero 2. Dann, was kommt denn hier? Oha! Pick-up Mutprobe mit Chili. Also ich muss dazu sagen, ich nehme jetzt die Kamera mal an mich, ich bin absolut kein Chili-Fan. Also ich kann Schärfe gar nicht ab, maximal Pfeffer. Ich weiß nicht, ob ich mir den Gag gebe und das probiere, aber ich glaube, ich werde verrecken, wenn ich das probiere. Also ich bin jetzt nicht allergisch oder so, ich kann einfach kein Chili essen. Da, oh, Alter, brennt mir die ganze Gusche, der ganze Rachen. Ich weiß nicht, wie viel Bier du hier noch drin hast zum Nachlöschen, aber es muss einiges sein. Ja, vielleicht mische ich es einen der Jungs, vielleicht gebe ich den Pick-up ab und schau mal, wie die Gesichter werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ein Gag. Weiter geht's. So. Eieieiei. Barbecue-Bohnen. Honig. Boah. Honig-Barbecue-Bohnen. Sehr geil. Sehr geil. Also ich finde ja Bohnen sowieso geil. Aber Honig, ey, kenne ich so jetzt auch noch nicht. Das werde ich probieren. Geht mit auf Tour. Ah, weitere Riegel. Hier haben wir Müsli-Riegel mit Schokoladengeschmack. Auch sehr geil. Auch so Schokoladensnacks, die kann man auf Tour nie genug haben. Und dann haben wir Instant-Nudeln mit Rindergeschmack. Ja, zumindest ist Fleisch mit dabei. Das ist top, das ist gut. Das Zeug, das wiegt nichts. 85 Gramm, das ist echt nichts. Das Geile ist, das Zeug hier ist eingeschweißt und alles. Das ist ewig haltbar, mega trocken und alles. Das wird auch mit auf meine Tour gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich so lange durchhalte, das Bier auf meine bis zur Tour auf Rückhalt zu halten. Aber ich hoffe es mal. Ja, sehr geil. Geht mit auf Tour. Danke dir. Und dann haben wir. Oh, was haben wir hier? Ah, hier haben wir auch noch was.
Latte. Ein Chai Latte. Aha. Habe ich noch nie getrunken. Sowas trinkt meine Frau. Ein mildes Teegetränk. Ja, ich bin echt kein Tee-Fan. Ich trinke mal, wenn ich krank bin, trinke ich Pfefferminztee. Aber ich denke, kann man sich mal geben. Muss man mal probieren, wie das schmeckt. Vielleicht nehme ich es mal. Jo, vielleicht probiere ich es einfach mal. Danke dir dafür. Und jetzt bin ich gespannt. Ich denke, boah, das ist eingewickelt hier. Zack. Ein Carlsberg Urpilz. Das scheint dann so bei dir in der Ecke zu sein. Das scheint so dein, ja, da wo es hergestellt wird, wa? Du kommst wahrscheinlich da aus der Ecke. Sehr interessant. Muss ich probieren, wie das schmeckt. Mal gucken. Und alles in allem, ey, dafür finde ich es mega geil, ja. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Er hat es mir einfach zugeschickt. Finde ich so geil. Ja, das ist eine mega, wie er schon sagt, eine Notration, wie auch immer. Das, ich finde es mega geil. Für mich ist es ist alles in allem eine Vorspeise hier. Oh, ja, das optisch gut aussieht. Mega, mega geil, ja. Jawohl, Matthias, ich danke dir richtig. Das finde ich sehr geil. Von daher hoffe ich einfach, dass das Ufruppe euch gefallen hat. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Matthias. Horrido, danke dir. Und danke, 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 danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das so geil. Ich finde das cool, das freut mich richtig. Vor allem, dass es auch immer wieder Leute gibt, die einfach mal, ja, ohne dass man irgendwie was gemacht hat oder was gewonnen hat oder keine Ahnung, einfach mal diese Geste dahinter, ja, die zählt immer wieder. Mega cooler Kanal, ich kann ihn euch nur ans Herz legen, schaut mal bei Matthias mit vorbei. Ich hau den Outdoor Buddy unten mit in die Infobox mit rein. Schaut vorbei, absolut lohnenswert. Seine Videos sind qualitativ hochwertig. Ganz anderes Niveau wie unser eins. Ja, wir haben ja nun ein völlig, ja, das heißt völlig anderes Verständnis, aber jeder hat halt seine Art, wie er rausgeht und die Zeit genießt. Und in diesem Sinne sage ich mal Prost und vielen Dank. Bis später, schaut mal wieder rein. Schaut beim Outdoor Buddy rein. Horrido, euer Martin von Survival Ost. Prost!